102 Jahre Brückengeschichte, zerstört in wenigen Stunden. Die marode Brücke in Egloffstal, eine der ältesten Stahlbetonkonstruktionen im Land, ein Risiko bei Hochwasser. Mit dem Abbruch der historischen Verbindung zwischen Baden-Württemberg und Bayern endet nicht nur ein Kapitel deutscher Ingenieursgeschichte. Es ist auch das Ende einer behördlichen Geisterfahrt, ein Hin und Her der Zuständigkeiten auf der Suche nach jemandem, der für diesen Abbruch bezahlt. Stefan Prinz will nichts mehr mit der Brücke zu tun haben. Während der Bagger das Stahlbetonskelett zertrümmert, mistet er den Stall aus. Der Landwirt sollte für die vermoderte Brücke bezahlen und sagt heute zu dem Fall: Es war eine Leidensgeschichte. Die Brücke hat uns schon öfters Naufen gekostet. Rückblick. Die Sendung zur Sache und die Landesschau berichten Ende 2016 über Stefan Prinz, der für eine Brücke haften soll, die ihm gar nicht gehört. Genau das ist einem Bauern im Allgäu im Kreis Ravensburg passiert. Kaum zu glauben, aber wahr. Ihm gehören zwar die Grundstücke auf beiden Seiten der Brücke, die sein Großvater vor über 60 Jahren gekauft hat, von der Brücke steht in den alten Kaufverträgen aber nichts. Vor knapp 2 Jahren bekommt er dennoch Post vom Landratsamt. Weil sie marode ist, müsse die alte Konstruktion abgerissen werden. Prinz wird als Eigentümer festgelegt und soll dafür bezahlen. Wir haben uns daraufhin informiert oder erkundigt beim Amt, was der Abbruch der Brücke kostet. Daraufhin hat man uns mitgeteilt, dass das ca. 50.000 Euro kostet. Der drohende Abbruch auf seine Kosten, das könnte ihn finanziell ruinieren. Eine Gefahr, die ihn fast anderthalb Jahre bedroht. Das Landratsamt suchte ein Bauernopfer, vermutet er. Doch die Berichterstattung habe geholfen, die Brückenposte zu beenden. Vom ersten Bericht vom SWR, wie schnell das dann gegangen ist, zur Entscheidung, wer jetzt wirklich verantwortlich ist, sind die Behörden also deutlich schneller vorangeschritten wie im Vorfeld. Im Januar, wenige Wochen nach den SWR-Berichten, erhält Prinz dann ein letztes Schreiben, in dem es heißt, sie werden nicht für die Abbruchkosten der Brücke herangezogen. Die alte Brücke, heute wie damals, ein symbolischer Ort des Widerstands. Davon erzählt Karl Stiefenhofer. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs haben Bauern aus Egloffstal die Sprengung der Brücke verhindert. Knapp 70 Jahre danach hat sich erneut ein Bauer erfolgreich widersetzt. Unser Paragraphendschungel produziert solche Fälle, vermutlich an anderer Stelle öfters. Und das wird nur nicht bekannt. Was bleibt von der Brückenposse? Ein Bauer, der nicht bezahlen muss. Eine Behörde, die froh ist, die Brücke endlich vom Hals zu haben. Und ein Heimatpfleger, der ein Denkmal aus den Überresten bauen möchte. Der ganze Rest ist bald Geschichte.